vielen Jahren hat mein Großvater die vom Fluch Besessenen gejagt. Aber es gab einen, der ist ihm entkommen. Der fieseste von allen, der Makapitu. Er war ein schreckliches Ding und mein Großvater konnte ihn nicht besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie einsperrte und den Fluch wiedererweckte. Es waren Dutzende Männer, ohne Essen, ohne Licht. Und in der Dunkelheit kam der Hunger. Sie waren besessen von ihren abscheulichen Gelüsten und wurden wahnsinnig. Mörder, Kannibalen. Sie aßen Menschenfleisch. Und wenn man dieses Monstrum tötet, wird der Geist befreit und wirbelt über den Berg wie ein böser Wind, um wieder Besitz zu ergreifen. Man sollte sie nicht töten, ich hab's versucht. Man kann sie nur einfangen und mit Feuer quälen. Und nach all diesen Jahren, nach vielen Monden und vielen Jagden, war der Makapitu immer noch frei. Für mich unfassbar weit entfernt. Bis zu dieser Nacht, vor einem Jahr, da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Während ich den Makapitu verfolgte, wollte er etwas anderes. Nein! Der Makapitu jagte die Mädchen über den Berg und ich konnte nichts machen. Fuck! Nein! Ich konnte die Mädchen nicht retten. Aber ich habe sie gerecht. Ich habe den Wendigo gejagt und mit Feuer bestraft.